Im letzten Video habe ich euch verraten, dass ich eine Diät machen werde. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir sehr, das gleich anzuschauen. Und da dachte ich mir, wäre es einfach cool, so einen kleinen Überblick zu geben, wie mein Aufbau verlief. Dafür gehen wir einfach mal an den Anfang des Aufbaus, nämlich Juni 2021. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon etwas trainiert und mich auch schon ein bisschen mit der Ernährung befasst, aber doch noch sehr viel falsch gemacht. Anfang des Jahres 2021 habe ich eine Diät gemacht, die ich so definitiv nicht nochmal machen würde, und danach eine Erhaltungsphase. Allerdings nach ein paar Wochen in dieser Erhaltungsphase habe ich auch nicht mehr wirklich den Sinn darin gesehen, die einfach abgebrochen und so ging dann der Aufbau los. Ich blende hier mal einige Bilder ein, wie meine Form oder wie ich zu diesem Zeitpunkt aussah. Den Aufbau habe ich ganz einfach geplant, nämlich mein Ziel war es, eine Zunahmerate von 0,3 Kilo pro Woche zu garantieren. Und das habe ich tatsächlich auch so bis zum Schluss durchgezogen. Meine Ernährung hatte ich in dem Sinne unter Kontrolle, dass ich einfach jeden Tag getrackt habe. Einen festen Ernährungsplan hatte ich dabei nicht und habe ich nicht. Natürlich festigen sich gewisse Routinen, zum Beispiel habe ich eigentlich jeden Morgen mein gleiches Porridge gegessen. Und durch das tägliche Wiegen konnte ich auch Rückschlüsse von meinem Gewichtsverlauf auf meine Ernährung ziehen. Sehr interessant dabei ist, wie sich mein Kalorienverbrauch in der Zeit geändert hat. Nämlich gestartet bin ich mit 2200 Kalorien und habe das dann immer wieder und wieder weiter nach oben gepusht, bis ich am Ende bei 3300 Kalorien bin. Und wie gesagt, man muss im Hinterkopf behalten, ich habe die ganze Zeit damit 0,3 Kilo pro Woche zugenommen. Also natürlich nicht exakt, das kann man auch überhaupt nicht erwarten. Also es war eine Woche mal mehr, eine Woche mal weniger. Und ich blende jetzt hier gleich mal meinen Gewichtsverlauf ein. Gestartet bin ich bei 63 Kilogramm und aktuell bin ich jetzt so bei 83 Kilogramm bis 84 Kilogramm. Also das sind schon 20 Kilo Unterschied, 20 Kilo, die ich zugenommen habe. Das ist schon enorm. Natürlich auch über einen langen Zeitraum, also von Juni 2021 bis jetzt hier, ich schau mal, September 2022. Das sind 14, 15, eher glaube ich 14 Monate Unterschied. Das ist natürlich auch ein langer Zeitraum. Und in dieser gesamten Zeit habe ich auch keinen Cut oder so gemacht, auch wenn ich es immer wieder überlegt habe. Denn das ist ziemlich wichtig, sowas auch mal langfristig durchzuziehen und da auch dieses Momentum, was man aufbaut, wirklich mitzunehmen. Jetzt mal einen kleinen Exkurs zu meinem Training. Und zwar am Anfang habe ich tatsächlich noch zu Hause trainiert in meinem kleinen Home Gym und dann im Herbst 2021 bin ich ins Gym gewechselt, was wirklich eine komplett neue Welt für mich war. Also wahnsinnig cool. Und tatsächlich habe ich eigentlich auch schon seither immer mit einem Trainingsplan trainiert, was ich für sehr, sehr wichtig halte, da eine gewisse Struktur zu haben. Selbstverständlich habe ich meinen Trainingsplan im Laufe der Zeit immer wieder angepasst und verbessert. Aber jetzt nicht so, dass ich jede neue Woche alles über den Haufen geschmissen habe. Zum Beispiel bin ich seither bei einem Push-Pull-Beine-Split. Was ich dann vor allem geändert habe, ist hier und da die Übungsauswahl. Dann mache ich doch deutlich mehr Rest-Days und vor allem das Volumen habe ich sehr, sehr stark gedrosselt. Also ich mache viel, viel weniger Sätze, was einfach dadurch kommt, dass die Sätze, die ich mache, durch eine höhere Intensität, bessere Ansteuerung, bessere Technik viel, viel qualitativer und somit auch viel stimulativer sind. Natürlich hat sich auch sonst einiges geändert in Bezug auf Routinen, Weiterbildung und so weiter. Und um gar nicht zu vergessen, Social Media. Zum Beispiel am 28.12.2021 habe ich hier auf YouTube mein erstes Video gepostet und jetzt habe ich hier auf YouTube 680 Abonnenten. Am 15.10. habe ich mein erstes Video, dieses Rezept hier, auf Instagram gepostet und da auf Instagram habe ich jetzt 7150 Abonnenten. Und am 14.09.2021 habe ich mein erstes Video auf TikTok gepostet, also tut ein bisschen weh, wenn ich es mir anschaue. Aber es ist ja schön, dass sich die Qualität der Videos hoffentlich in der Zwischenzeit verbessert hat. Auf jeden Fall auf TikTok sind wir jetzt schon 142.000. Also das sind echt wirklich unvorstellbare Zahlen, für die ich mega, mega dankbar bin. Also ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie unglaublich cool es ist, dass es euch so gibt und all die Möglichkeiten der heutigen Zeit. Also das wirklich absolut verrückt. 63 Kilo zu 83 Kilo. Ich blende hier gleich nochmal einige Bilder ein, um euch so die Transformation etwas besser visuell zeigen zu können. Bevor es gleich losgeht, ich freue mich wirklich riesig, dass du dir das Video hier anschaust. Und wenn es dir bis hierhin gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere den meinen Kanal. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, bleibe langfristig dran, bilde dich weiter und zieh es wirklich durch.